Hallo und willkommen zu meiner nächsten Folge Edna bricht aus. Das letzte Mal haben wir einige neue Charaktere kennengelernt. Wir sind hier in der Nähe des Bienenmanns, der ein besonders genialer Gesprächspartner ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich letztens schon alle Gesprächsoptionen ausprobiert habe. Es gibt das Messer, habe ich glaube ich nicht. Brauchst du zufällig ein Messer? Wir benutzen hier in der Beschäftigungstherapie keine Messer mehr. Seit diesem Vorfall wird nur noch geklebt und gefaltet. Was für ein Vorfall? Der Barmann hat Professor Nock versehentlich einen Lungenflügel amputiert. Dabei wollte er sich nur eine Semmel schmieren. Okay. Und jetzt klebt und faltet ihr eure Semmeln? Ich habe bereits 10 Kilo abgenommen. Was macht Zack mit der Schere? Ich habe mir deine Zickzackschere genommen. Wenn ich dir einen Rat geben darf, leg sie zurück. Sie bringt nur Kummer. Wieso? Was ist denn passiert? Sagen wir mal so. Früher war ich der Hornissenmann. Ui. Okay, wir werden diese Zickzackschere gleich ausprobieren mit allen möglichen Dingen. Okay, das hatten wir, glaube ich, schon angemalt, angeschnitten. Sieh mal, Harvey, eine unbenutzte Leinwand. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Verhunzen! Oh, nein, verhunzen sie aber nicht. Na gut. Ach ja, stimmt, wir haben ja jetzt Kaffee, nachdem der Bienenmann vorhin schon gesagt hat, dass er Kaffee Hier, möchte, ich hab dir einen Kaffee gebracht. Geben wir ihm einen Sehr Kaffee. Sehr aufmerksam. Okay. Oh, er hat mir den Becher mit Ohrenschmalz gefüllt. Ich glaube, das gehört dir. Du kannst es gern behalten. Sieh es als kleine Gegenleistung für den Kaffee. Der Kaffee war wohl nicht so gut, was? Er war ein Tritt gegen Schienbein. Oh, was sagt er eigentlich zu der Bar? Hast du Durst? Sogar großen. Leider kann ich die Drinks vom Barmann nicht trinken. Sie bestehen zu über 50% aus Insektenvernichtungsmitteln. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Haben wir uns das eigentlich schon mal angesehen? Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Okay. Willst du was bestellen, Harvey? Champagner für alle. Wenn wir hier draußen sind. Yippie! Okay. Na gut, wir haben jetzt Ohrenschmalz. Das ist tatsächlich nicht ganz unwichtig. Wir brauchen das noch, aber in diesem Raum waren wir noch nicht. Okay. Machen wir es hell. Überraschung! Okay. Huch! Okay, sprechen wir mal mit ihr. Tja. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. P? Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Was treibst du hier? Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Wo sind die anderen Gäste? Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Hm. Interessante Raumwahl. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? In der Bar?
Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Oh. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Aha. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Den müssen wir mal treffen. Hier empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Drögelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Okay, was spricht gegen den Kaffeeraum? Nein, in diesen Raum gehen wir nicht mehr. Einmal sind drei Menschen dort drinnen verschwunden. Okay. Es waren Schauspieler. Ich glaube, sie wollten für ein Stück vorsprechen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Okay, was ist mit dem Fernsehzimmer? Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein! Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Nicht schlecht. Jeder Raum wäre besser gewesen. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Okay. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Gibt's einen Weg hier raus? Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Der Schlüsselmeister? Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, Feier noch, schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. So, was haben wir hier denn noch alles? Harvey, sag mir was zu ihr. Was hältst du von der da, Harvey? Oh ja. Du kannst sie auch nicht ausstehen, oder? Wenn du nichts Höfliches über eine Person sagen kannst, dann erfinde einfach etwas. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Harvey, was sagst du zum Fingerfood? Guck mal, Harvey. Fingerfood. Na super. Vielen Dank auch. Oh, sorry, Kumpel. Ich vergesse immer, dass du keine Finger hast. Okay. Fingerfood. Ah, Dip. Was sagst du zum Dip? Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Reden wir mal mit dem Dip. Man sagt, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ui, wie nett. Was sagt das Fingerfood? Na, ihr Appetithappen? Es bringt sich Appetithappen. Okay. Eigentlich spiele ich sehr gerne mit dem Essen. Aber dieses Essen hier scheint mir ein Spielverderber zu sein. Etwas davon in diesen Pudding hier. Okay, das war widerlich. Das macht es auch nicht besser. Lieber nicht. Ich bekomme Blähungen von Bohnendip. Na und? Okay, aber auf deine Verantwortung. Ist das widerlich? Das habe ich überhaupt noch nicht ausprobiert. Okay, ich glaube, das kann man mitnehmen.
Das ist nämlich wichtig. Kann man das auch mitnehmen? Immerhin ist es Fingerhut. Ich will gleich alles nehmen. Okay. Dann benutzen wir nochmal den Lichtschalter. Sonst ist die Petra beleidigt. Und gehen wieder raus. Und zurück zum Barkeeper. Denn mit diesem wundervollen Tipp und mit der Information können wir mit Peter sprechen. Na du? So, wir sagen ihm natürlich brühwarm, dass sie die... Peter feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Okay, wir lassen ihn in seinem Elend. Ich lass dich lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich überfragt. Okay, und jetzt, das ist das der Grund. Ah, wobei, nein. Warte mal. Wir gehen mal raus. Ich will diesen Bohnentipp dem Bienenmann zeigen. Man sollte alles dem Bienenmann zeigen. Möchtest du Bohnendipp? Lieber nicht. Dafür genieße ich die absolute Kontrolle über mein Verdauungssystem zu sehr. Okay, zeig mal den Bohnen, zeig mal den Peter, was soll's. Dann sind wir's nämlich los, das Bohnendipp. Und ich wollte das ausprobieren. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Ha, und schon haben wir den Platz und sind als nächster beim Barmann dran. Barmann, ein Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Ein Glas Wasser bitte. Steht nicht auf der Karte. Okay. Können wir uns mal die Karte anschauen? Willst du was bestellen, Harvey? Ja, das hatten wir schon. Für alle. Wenn wir hier draußen sind. Mist. Was steht denn auf der Karte? Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Ach, das hatten wir schon. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Wieso können wir uns das nicht ansehen? Ich will mir das ansehen. Ich dachte, na okay. Barmann, ein Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Also Wasser gibt's keines. Einmal die Komplettlösung. Das ist gut. Ja, die hättest du wohl gerne. Steht aber nicht auf der Karte. Barmann, ein Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Okay, was gibt's denn? Ich glaube, es gibt Stinkdrink. Einen Stinkdrink bitte. Ein Stinkdrink kommt sofort. Wie nett, sogar mit Strohhalm. Nur, es riecht hier so komisch. Ist jemand gestorben? Hey, ich habe einen Strohhalm gekriegt. Und einen Stinkdrink. Können wir den Strohhalm mit dem Stinkdrink? Ich muss verrückt sein. Wir haben ihn getrunken. Ja, natürlich ist sie verrückt. Sie ist im Irrenhaus. Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das vor umzingeln können. Oh, Gott sei Dank. Alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Ja, durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Mmh,
eine tote Fliege und ein Cocktailglas. Wundervoll. Gut, wir werden jetzt gehen. Wir zeigen die Fliege dem Bienenmann. Das klingt gut. Sieh mal, ein Kollege von dir. Das ist doch wieder typisch. Fliegen und Bienen sind in etwa so verwandt wie Menschen und Opossi. Opossa. Opossum. Opossi. Opposso. Opossum. Opposso. Opossa. Opossorum. Opossi. Opossorum. Opossi. Opossa. Obladi. Oblada. Oh, Mission Impossible. Okay, was kannst du uns mit dem Strohhalm sagen? Nein, danke. Ich trinke keinen Nektar mehr. Okay. Don't drink and fly. Das ist mein Motto. Auch nicht schlecht. Ein Cocktailglas? Kann ich dir auch ein Glas anbieten? Ein Glas wovon? Na, von mir. Das heißt meinetwegen. Seltsamer Name. Nicht für ein Glas. Für zwei? Abgemacht. Ich habe aber nur das eine. Dann eben nicht. Okay. Er ist echt krank. Gut, Herrschaften. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen einen Fahrschein für diesen Lift. Der Alumann und Nock hat einen Fahrschein. Gehen wir mal zum Nock. Professor Nock. Hallo, Professor. Angriff der Flugsaurier. Schon wieder? Oh, du bist es nur. Hallo, Edna. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinminen, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Bernsteinminen. Okay. Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert. Herrschaften, an dieser Stelle, ja, wie schon gesagt, man sollte Harvey wirklich mit allem goldbraun arbeiten gereift lassen. Wie Bernstein. Hört hier? Er gibt euch den Hinweis, wir haben Bernstein gefunden. Nämlich das Ohrenschmalz des Bienenmanns. Ich habe da was für dich. Oh, Bernstein! Aus den peruanischen Bernsteinminen. What a pity, da ist kein Bernstein-Einschluss drin. So ist es für mein Dino-Zucht-Programm unbrauchbar. Du kannst es wieder haben. Aber such ruhig fleißig weiter. Dann wird schon bald meine Dino-Army über die Globus marschieren. Okay. Gut. Harvey, was sagst du zur Fliege? Harvey trägt weder Krawatte noch Fliege. Harvey, was sagst du zu dem? Erinnert dich dieser Strohhalm an etwas, Harvey? Du konntest damals prima Spuckekugeln machen. Damit hast du immer Alfred gesudelt. Cool. Dann müssen wir uns in die Vergangenheit tempomorphen. Nein, Edna. Nein? Du darfst meine übernatürlichen Kräfte nicht zu deinem Vergnügen missbrauchen. Okay, wieso nicht? Oh, bitte. Große Macht gibt große Verantwortung. Oh Gott. Harvey, was sagst du zum Cocktailglas? Lass uns auf die Freiheit anstoßen, Harvey. Yippie. Anstoßen gehört zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Und gleich nach Anecken und Aufstoßen. Mhm. Wartet mal, wir haben doch noch dieses Comic. Captain Unbrauchbar hat immer eine Fliegenklatsche im Handschuhfach des Honkmobils. Was sagt Captain Unbrauchbar auf zum Bernstein? Auf diesem Bild sucht Captain Unbrauchbar seine Wattestäbchen. Oh. Gut, und jetzt machen wir etwas, was ganz ich widerlich ist. Die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Was für eine interessante... Monsieur, einen Drink? Mit Fleischeinlage. Okay,
Professor Nock, schaut, was ich wir haben. Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Deno-Dioness in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für mein Deno-Suchtprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein mähnen. Kommen wir ins Geschäft. Abgemacht. Deal. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Wir haben das Ticket. Harvey, sieh an. Holzbeinhalter. Aber wo ist das Holzbein? Wir sehen uns das Ding auch gleich an. Nummer 3. Wir reden damit. Bist du mein Ticket in die Freiheit? Schauen wir. Auf zum Ticketmann. Ich möchte hier raus. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Ich habe einen Fahrschein. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Oh, Mist. Einer hat der Mantel. Das hatten wir schon. Ich glaube, wir müssen es ihm zeigen. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemacht. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Okay. Ich gehe dann mal wieder. Ich glaube, wir müssen es ihm zeigen. Dann mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere frei. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön. Das ist ein gültiger Fahrschein. Aber du bist noch nicht an der Reihe. Nein. Stell dich hinten an und warte, bis deine Nummer aufgerufen wird. Was? Du hast Ticket Nummer 3. Dran ist aber die Nummer 2. Ach, das ist doch Käse. Das ist ja... Das System irrt niemals. Das ist aber echt nicht nett. So, Herrschaften, bevor wir uns Ticket Nummer 2 organisieren, werden wir für heute Schluss machen. Wir werden auch an Trockelbecher dann irgendwann mal vorbeikommen. Vielleicht können wir ihm einen Strohhalm schenken. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein nützlicher Knickstrohhalm. Er hat ihn nicht genommen. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein Topf. Trockelbecher. Der steht dir nicht zu? Wie meinst du denn das? Trockelbecher. Aha. Na dann. Seltsam. Hallo. Trockelbecher. Ist das dein Name? Trockelbecher. Darf ich da nicht rein? Trockelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Trockelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Okay, ich weiß, wie man reinkommt, aber das mache ich nicht jetzt. Herrschaften, wie schon gesagt, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes. Bis bald.